Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Craftopia. Und ihr seht, ich habe wieder ein bisschen was durchbrennen lassen, denn ich habe wieder unendlich Erze gefahren und ja. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil da nur zwei standen. Was gibt es Neues? Es gab ein großes Update. Und ja, es soll neue Maps geben und diverses anderes neues Zeug. Grafisch gesehen hat sich nichts geändert, so wie es aussieht. Die Waschmaschinen hier stehen noch, das ist sehr nice. Die Säge arbeitet auch noch. Haben wir hier irgendwas drinne? Ja, ein bisschen was. Und irgendwie bekommt hier etwas Schaden. Aber was? Wer weiß. Ist nicht zum Fleisch. Genau. Ich wollte gucken, was es Neues gibt. Die Werkbank. Das kennen wir alles. Das kennen wir auch alles. Das auch. Das hier ist neu, der Crab Pot. If you place two into the water, you can... Blablabla, irgendwas angeln. Okay, den werden wir uns dann gleich mal herstellen. Der hier, der Luxury Guest Table, der ist auf jeden Fall auch neu. Den werden wir uns auch herstellen. Das hier ist alles neu. Die ganzen Seeds sind neu. Okay, Teebaum, ja, gut. Ist noch was Neues, das kennen wir ja schon. Hier unten die Freiheitsstatue, The Statue of Liberty. Die wird bestimmt auch wieder kaputt sein. Alter, die braucht 10 Pillars, leck mich doch fett. Ja. Was brauchen wir denn hier oben für die zwei neuen Sachen? Hierfür brauchen wir Holz und Dingsbums. Alter. Die Soundkulisse hat sich auch von den Schmelzen gut verändert. Was haben wir hier Neues? Hier haben wir nichts Neues. Okay. Haben wir hier was Neues? Es gibt neue Türbögen. Es gibt Fenster. Ja, darauf habe ich gewartet. Geil. Möbeleinrichtung. Ich weiß gar nicht, ob es das alles vorher schon gab. Geil. Es gibt neue Einrichtungen. Also neue Dings hier. Ihr wisst schon. Endlich diese Kackholztür weg. Okay, ich brauche Stroh. Ich brauche Holz. Hallo? Gehst du rüber? Danke. Ich werde Stein brauchen. Und Sand. Jo, der Limestone hat endlich eine Textur. Der hat endlich eine Textur. Aber hier, wir hatten noch was ohne Textur. Eis. Hier haben wir auf jeden Fall Sand. Wir hatten noch ein bisschen was ohne Textur. Wo ist das hin? Nein. Ja. War nur noch der Limestone ohne Textur? Ist ja merkwürdig. Naja, gut. Diese Wasserfalle. Wir stellen gleich mal 6 Stück her.
Hier werden wir diesen neuen Tisch herstellen. Der braucht... Ach du Scheiße. Wein. Okay, den kann ich natürlich noch nicht herstellen. Ich weiß nicht mal, wie ich an Wein komme. Es gibt Sandwich. Das ist neu. Geil. Oder gab es das letzte Mal schon? Ich weiß es nicht. Das hier ist neu. Banana Shake. Die ganzen Shakes sind neu. Hier unten Kaffee. Die haben Getränke hier reingebracht. Geil. Aber wo stelle ich den Wein her? Hier. Ich brauche Grapes. Und die habe ich nicht. Okay. Alchemie-Katalyst. Okay. Ja, und jetzt hier. Die, genau. Torbogen, also so ein Bogen, ist noch derselbe. Aber hier. Ich will nur eine. Scheiße. Okay, die Audios haben sich auch bei einigen Sachen arg geändert. Hört sich aber geil an. Was nehmen wir denn für eine Tür? Ich will aber nur eine herstellen, keine 10. Metal Stairs. Okay, Holz Stairs, eine schräge Leiter. Die haben viele neue Sachen mit reingebracht, wie man sieht. Geil, geil, geil. Da werde ich mir bestimmt noch irgendwas einfallen lassen und mal ein richtig geiles Haus bauen hier. Irgendwann mal. Hier, komm, wir nehmen die da. Genau, das erste Mal raus. So, hallo? Und das. Die 8. Jetzt ist die Frage, wie rum ist es richtig? Natürlich so hier. Oh, ist egal, wie rum. Alles klar. Ja, die soll nach außen aufgehen. Das ist richtig. Warum connectet die nicht? Die müsste normalerweise hiermit connecten, damit das richtig geil ist. Boah, aber sieht das geil aus. Jetzt geh doch mal zu. Ja. Endlich mal einen ordentlichen Eingang. Hallo? Und das hier soll man im Wasser platzieren. Na, da bin ich mal gespannt. Ey, sag mir, kann man jetzt im Wasser bauen? Jo, man kann ab sofort im Wasser bauen. Geil, geil. So muss es sein. Und irgendwie fehlt mir da mein zweites Schwert. Nein. Hierher. So. This is close to another crab trap. Let's look. Ah. Kann es zufälligerweise sein, dass ich das in so einen Fischbereich reinstellen muss? So. Egal, ich lasse es mal stehen. Mal schauen, was sich ergibt. Und was noch neu ist, es soll eine neue Map geben. Nein, da nicht. Jetzt stellt sich schon die Frage. Die aufgedeckten wurden bestimmt nicht überschrieben. Nee.
Also müssen wir noch die ein oder andere Map aufdecken. Das heißt, wir brauchen Öl, wir brauchen Zahnräder und mehr als genug Holz. Das sollte aber nicht das Problem sein. Ich müsste hier drinnen vielleicht mal ein paar Fackeln aufbauen oder ein paar Lampen. Zahnräder. Ja, wir haben 6 Stück. Geil. Apropos Wolle, die ich hier sehe. Jetzt werden wir mal alles verkaufen, ne? Steine wieder da rein. Wo war der Sand? Da. Dieses Öl brauchen wir. Und Zahnräder. Und ein paar Zahnrädchen. Da. In der Zeit, wo die hergestellt werden, ich trinke mal kurz einen Schluck. Also nicht wundern, wenn Nebengeräusche kommen. Aber ich brauche meinen täglichen Zufuhr von Kaffee. Oh Gott. Soja. Gucken, ob die 9 Stück schon ausreichen, damit wir eine neue Map frei machen können. Aber das ist ja mal richtig geil. Also, es gibt auf jeden Fall eine Menge neuen Content in dem Spiel. Ne, ich brauche 15 Zahnräder. Holy shit. So, gib es hier was Neues. Nein. Und jetzt das Beste. Ich hoffe, da gibt es eine neue Kultur frei. Nein, die ist noch gesperrt. Nein. Schade. Wir brauchen immer noch das die Höllenpaprika. Die brauchen wir leider noch. Boah, diese Schafe. Ganz echt, die gehen mir sowas von auf den Sack gerade. So. Da wollen wir doch mal gucken. Wir gehen hier unten lang. Öffnen. Toll, die kennen wir schon. Ich brauche Holz. So, ich brauch Holz. Das ist das Falsche. Hier. Ach, ist da was? Ey. So, take all. Aber nochmal ein paar Zahnräder. Ach ja. Hier unten wollten wir weitermachen. Die kennen wir auch schon. Ich brauche wieder Zahnräder. Oh Mann. Ich sollte vielleicht doch mal 100 Stück herstellen nebenbei. Oh Mann. Ich muss unbedingt das Zeug für die für den Stagewechsel farmen. Denn ich möchte unbedingt mal so einen Drachen endlich besiegen.
Ein bisschen was hab ich ja schon. Und ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr es hier in der Kiste schon gesehen habt. Ich habe hier Reaper Spirit Scale und Execution Scale. Diese habe ich bekommen, wo ich offscreen ein paar Dungeons gemacht habe, um Loot zu farmen. Das kann ich euch auch hier zeigen. Hier ist wieder alles randvoll. Und da sind mir neue Mobs entgegengekommen, noch vor dem Update. Und ja, die lassen sowas fallen. Die Mobs werden wir uns aber auch noch in den nächsten Folgen angucken. Jetzt möchte ich gern erstmal die neue Map sehen, wie sie beschrieben wurde im Update-Verlauf von Craftopia. Das ist eine normale Wüstenmap. Und so eine kennen wir auch schon. Ja. Schade eigentlich. Ich dachte, die wäre gleich so, dass man sie freischalten könnte, wenn man schon zu viel freigelegt hat an Maps. Aber anscheinend nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Map zum Beispiel nicht kriegen würde, müsste ich komplett neue Spiele, Gameplay anfangen, um diese Map sehen zu können. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Ich habe zwar hier noch einiges vor mir, aber naja. Zwei, vier, sechs. Also die hier, die Reihe hier oben könnte man noch frei machen. Aber dann ist auch Schicht im Schacht, weil allzu viel möchte ich nicht aufdecken, weil erstens, ich verliere auch den Überblick und zweitens, das Let's Play wird auch nicht mehr allzu lange gehen. Aber, ja, es wird definitiv irgendwann nochmal eine zweite Staffel geben, denn ihr seht es sicherlich in den Folgenverlauf, dass dies Staffel 1 ist. Die kennen wir schon. Und Staffel 2 werde ich mir auf jeden Fall jemanden dazu holen, mit dem ich das zusammen zocken werde. Aber mehr werde ich dazu noch nicht verraten. Und ja. So, letzte Map zum Aufdecken. Und dann... Oh, ich hoffe es, bitte. Natürlich nicht. Okay, also bei den Maps soll ich doch nicht so das Glück haben. Schade eigentlich. Das ist eigentlich schade. So, haben wir den Helikopter dabei? Nein, wir müssen da hochrennen. Ich will nämlich noch zu Anubis meine Dinger da abgeben. Hier hat sich nichts resettet. Das ist sehr nice. Nicht, dass man jetzt alle Maps nochmal neu aufdecken muss. Das wäre ja scheiße. wo hatte ich mich? Da oben hatte ich mich hochgebaut. Stimmt, hier muss ich ja mal mit der Taste drücken, um in der Hotbar alles auszuhören. Aber der Sound hat sich stark geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gleich hört. Das war nix. Doch, man müsste es hören. Ja. Der Sound hat sich arg verändert. Es ist jetzt mehr so, ja, als ob ich auf eine Trommel hauen würde. Ja, und ein Holzfass mit gespanntem Ledertuch drüber, wie so eine Art Trommel. So hat sich das gerade angehört. Wenn ich jetzt einen Stein zerkloppe,
Der Sound ist gleich geblieben. Der Aufsammel-Sound hat sich auch geändert. Ja. Also nice, nice. So, warum hatte der hier schon immer zwei Feuer? Egal. Los. Ich habe 26 Stück. Stamina natürlich einmal. Zweimal. Das und das. Und wir hauen noch einmal auf Stamina. Ich möchte... Da ist mein Stamina-Bike. Lol, der hat sich echt ganz schön verändert. Da ist jetzt ein bisschen was dazugekommen, würde ich sagen. Länger sprinten, länger gleiten, so muss es sein. Aber es reicht trotzdem noch nicht, um bis zur Base zu kommen. Nice. Was ist das? Lol, ich hab eine Glocke. Ich hab eine Glocke gefunden. Relict of Meadow. Mit der kann man nichts machen. Oder? Wenn ich jetzt die Hotbar ziehe? 7? Nee. Schade, mit der kann man nichts machen. Ah, oh, noch ein neues Item gefunden. Nice, nice. Das hätte ich jetzt fast komplett übersehen. Fische. Okay. Okay, also ich muss das wirklich bei solchen Dingern reinmachen und dann angeln die mir was? Ja. Also ist das hier alles fehl am Platz? Dann gehen wir die doch nochmal schnell neu aufbauen. Da ist nochmal so ein Fischvorkommen. Wir haben hier sogar mehrere. Kann man hier nicht sogar drei gleichzeitig anbringen? Keine Ahnung. Einfach testen und ausprobieren, würde ich sagen. Und da haben wir auch noch mal was. Wobei, die kann ich doch vorne bei dem mit anbringen. Aber Stamina geht immer noch so schnell weg, wenn man rennt. Ich glaube, das sollte nicht der Fall sein. Hi, Hühnchen. Da und da. Ja. Dann haben wir neue Maps aufgedeckt. Wir haben uns die Update-Sachen angeguckt. Ich wollte noch die Wolle schnell verkaufen. Alter! Ja, gut. So muss es sein. So, Holz kann wieder alles hier rein. Old Greg kommt hier rein. Warum stackt das sich so jetzt? Die Zahnräder hatte ich... wo hatte ich die Zahnräder? Hier. Steine waren hier drin. Und das Glöckchen kommt hier zu meinem besonderen Loot. Dahin. Ansonsten, Baumaterialien kommen hier draußen hin. Nee. Baumaterialien. Hier.
Aber nur diese Sachen. Und wir haben noch ein bisschen Fleisch. Da kann ich noch ein bisschen, ja, was herstellen. So, aber es gibt interessante neue Sachen mit dem Update. Also, ja, bin ich echt froh drüber. Mit dem Ding komme ich halt immer noch nicht klar. Ansonsten in der nächsten Folge weiß ich nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein, außer Scheiße sammeln. Ja, wir werden mal gucken nach dem ein oder anderen neuen Boss, auf jeden Fall. Denn, Alter, hier sind schon wieder so viele Schafe drinne. Denn, ja, wir möchten ja noch so eine Scales sammeln. Das muss hier rein, das Essen, genau. Hier habe ich auch wieder einiges zu verkaufen. Ja, Pfeile werde ich wohl nicht benötigen. Da habe ich 252 Stück. Ja, das heißt, in der nächsten Folge werden wir das ein oder andere Dungeon nochmal besuchen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.